In unserem Sonnensystem gibt es nur einen Stern, nämlich die Sonne. Und wie du weißt, umkreisen alle Planeten diesen Stern. Aber im Universum gibt es mindestens ein System, in dem ein Planet zwei Sonnen umkreist, und zwar Kepler-16b. Es ist aber ein unwirtlicher und kalter Planet, der halb aus Gestein und halb aus Gas besteht. Aber cool ist er trotzdem. Stell dir vor, wenn du Kepler-16b besuchen würdest, hättest du zwei Schatten und könntest zwei Sonnenuntergänge beobachten. Aber in der Astronomie hat man noch etwas Selteneres, wenn nicht sogar Bizarreres, gefunden. Einen Planeten, der drei Sterne umkreist. Ich spreche vom GW-Oriones-Sternsystem, das etwa 1300 Lichtjahre von unserem Planeten entfernt ist. Es hat drei orangefarbene Ringe, die aus Staub bestehen und ineinander verschachtelt sind. In der Mitte dieses Systems befinden sich drei Sterne. Zwei der Sterne sind Doppelsterne. Das bedeutet, dass sie sich gegenseitig umkreisen. Und der dritte Stern kreist um sie herum. Über die Wissenschaft hat man herausgefunden, dass die drei Ringe merkwürdig ausgerichtet sind. Der innerste Ring schwankt weit in seiner Umlaufbahn. Und der äußere Ring hat eine Neigung von 38 Grad. Deshalb hat man in der Astronomie zwei Theorien aufgestellt. Die erste Theorie besagt, dass der Bruch dieser Ringe entstanden ist, weil die drei Sonnen ein Drehmoment im Zentrum des Systems erzeugt haben. Das Drehmoment ist eine Gravitationskraft, die immer zum Zentrum hinwirkt. Aber wie bei vielen Theorien wurde diese später widerlegt. Es gab wohl nicht genug Turbulenzen in den Ringen, die diese Theorie bestätigt hätten. Die zweite Theorie besagte, dass dieses Phänomen aufgetreten ist, weil sich ein Planet in einem dieser Ringe gebildet hat. Dieser junge Planet könnte das Gravitationsgleichgewicht des Drei-Ring-Systems so stark beeinflusst haben, dass die Ringe sich so weit voneinander entfernt haben. Was diese Theorie noch bestätigt, ist die Lücke in der Staubwolke. Der Größe nach zu urteilen, muss es sich bei dem Planeten um einen Gasriesen handeln, von der Größe wie Jupiter. Alle Weltraumobjekte sind dank der Schwerkraft entstanden, die die Materie zusammenzieht. Auch wenn es am Anfang nur eine geringe Rotation gibt, nimmt die Drehrate mit der Zeit zu, vor allem wenn ein Objekt zu kollabieren beginnt. Das ist auch der Grund, warum sich alle Objekte im Weltraum drehen, vom Staubteilchen bis hin zum schwarzen Loch. Wusstest du, dass schwarze Löcher ihre Masse verlieren? Ja, dieses Phänomen wird Hawking-Strahlung genannt. Die verursacht, dass der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs immer kleiner wird. Aber dieser Prozess geht sehr, sehr langsam vonstatten. Du hast bestimmt schon gehört, dass der Ereignishorizont der Punkt ist, an dem es kein Zurück mehr gibt. Er ist wie eine Grenze, die ein schwarzes Loch umgibt. Und nichts einschließlich Licht und Strahlung kann entkommen, sobald diese Grenze überschritten wurde. Aber so ein schwarzes Loch bräuchte das milliardenfache Alter unseres Universums, um vollständig zu verschwinden. In unserer heimischen Milchstraßengalaxie gibt es auch ein supermassives schwarzes Loch. Aber keine Sorge, wir sind nicht in Gefahr. Eines der nächstgelegenen großen schwarzen Löcher ist ungefähr 20.000 Lichtjahre entfernt. Und die Auswirkungen von schwarzen Löchern aus der Ferne zu beobachten, ist sicher. Die Probleme beginnen erst, wenn du ihnen zu nahe kommst, wegen ihrer wahnsinnigen Anziehungskraft. Galaxien können sich gegenseitig verschlingen, was eine der Möglichkeiten ist, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln. Unser nächster Galaxiennachbar ist Andromeda. Und diese Galaxie frisst gerade eine ihrer Satellitengalaxien auf. In der Vergangenheit hat Andromeda schon mindestens zwei verschlungen. In dieser Galaxie sind viele Sternhaufen verstreut. Andromeda muss diese Sterne aus anderen Galaxien gestohlen haben. In der Wissenschaft hat man es endlich geschafft, diese Sterne zu identifizieren. Sie haben sie bis zur Galaxienverschmelzung zurückverfolgt, die vor Milliarden von Jahren stattfand. Vor 10 Milliarden Jahren gab es auch in unserer Heimatgalaxie eine Kollision. Deshalb sieht ihr Halo jetzt anders aus als der von anderen Spiralgalaxien. In der Wissenschaft ging man davon aus, dass es sich um mehrere kleine Kollisionen gehandelt hat. Aber dann stellte man fest, dass die meisten Weltraumobjekte in der Milchstraße aus einer einzigen Quelle stammen, und zwar von einer anderen Galaxie, die mit der Milchstraße kollidierte. Die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie könnten auch zusammenstoßen. Aber das wird wohl nicht in den nächsten 4,5 Milliarden Jahren passieren. Neutrinos sind elektrisch neutrale Teilchen, die so stark sind, dass sie kilometerweit durch Blei wandern können. Nichts kann sie also aufhalten. Einige durchqueren sogar deinen Körper, während du das hier siehst. Neutrinos entstehen sowohl bei Kernreaktionen im Inneren lebendiger Sterne als auch bei einer Supernova-Explosion. Dann, wenn Sterne erlöschen. Diese Teilchen sind fast masselos. Sie brauchen weniger als 3 Sekunden, um die Oberfläche der Sonne zu erreichen.
Und dann brauchen sie nur 8 Minuten, um zu unserem Planeten zu gelangen. Etwa 90 Lichtjahre von der Erde entfernt gibt es einen Planeten namens TOI-1231b. Er ist ähnlich wie unser Neptun, also auch ein Gasriese. Aber das Interessante ist, dass dieser Planet wahrscheinlich eine reiche Atmosphäre hat. Der Planet ist 3,5 Mal so groß wie die Erde und auch etwas wärmer, 57 Grad Celsius. Er umkreist einen roten Zwergstern, der viel kleiner ist als unsere Sonne. Aber dieser Stern ist auch schon viel älter. Ein Jahr auf diesem Planeten dauert nur 24 Erdentage. Obwohl der Planet nahe an seinem Mutterstern kreist, ist er trotzdem relativ kalt. In der Astronomie glaubt man, Wolken in der Atmosphäre des geheimnisvollen Planeten entdeckt zu haben und vielleicht bestehen sie sogar aus Wasser. Dieses Sternplanetensystem entfernt sich ziemlich schnell von der Erde und so konnten Forschende Wasserstoffatome nachweisen, die aus der Atmosphäre des Planeten entweichen. Ja, das bedeutet, dass der Planet wohl auch einen Schweif hat. Ein hypothetisches weißes Loch ist auch so ein bizarres Weltraumobjekt. Wie der Name schon sagt, ist es das Gegenteil eines schwarzen Lochs. Es ist sehr hell und wurde erstmals von Albert Einstein in seiner Theorie der Schwerkraft erwähnt. Wenn in der Wissenschaft über weiße Löcher gesprochen wird, dann meistens im Zusammenhang mit Wurmlöchern. Es gibt die Theorie, dass ein schwarzes Loch wie eine Art Eingang zu einem Tunnel ist, der dich durch Raum und Zeit führt. In diesem Fall könnte ein weißes Loch der Ausgang sein, der sich irgendwo anders im Universum befindet. Aber weiße Löcher müssen nicht unbedingt Ausgänge von Wurmlöchern sein. Sie könnten auch eine Zeitlupenwiederholung der Entstehung der schwarzen Löcher sein. Die Entstehung eines schwarzen Lochs beginnt mit einem alten, massereichen Stern. Nachdem er unter seinem eigenen Gewicht kollabiert ist, verwandelt er sich normalerweise in ein schwarzes Loch. Aber manchmal verwandeln Quantenprozesse einen Stern nicht in ein schwarzes Loch, sondern bilden ein weißes Loch, das die Materie des ursprünglichen Sterns wieder ausspuckt. Das ist aber bisher nur eine Theorie. Auf einigen Planeten wie Mars und Venus herrscht ein ziemlich markantes Wetter mit starken Stürmen. Und es könnte ein ebenso starker Weltraumwirbelsturm auf die Erde gestoßen sein. Es war eine wirbelnde Luftmasse, die etwa 1000 Kilometer breit war. Satelliten entdeckten den Wirbelsturm hunderte von Kilometer über dem Nordpol, irgendwo in der oberen Atmosphäre der Erde. Der Wirbelsturm ließ kein Wasser regnen, sondern Elektronen. Er hielt fast 8 Stunden an, bevor er sich schließlich auflöste. Übrigens drehte er sich gegen den Uhrzeigersinn. Es kann sein, dass sich unter der Oberfläche der Monde, die den Uranus umgeben, Ozeane befinden. Forschende haben schon die Ozeane auf dem Jupitermond Europa und dem Saturnmond Enceladus erforscht. Diese Ozeane sind unter den Eiskrusten der Monde verborgen. Uranus hat übrigens 27 Monde. 5 von ihnen sind besonders groß. Das sind Umbriel, Titania, Oberon, Miranda und Ariel. Als man in den 1980er Jahren die Voyager 2 dorthin schickte, um Bilder von diesen 5 Monden zu machen, entdeckten Forschende, dass sie sehr viele Krater haben und aus Eis und Gestein bestehen. Die Bilder, die damals untersucht wurden, zeigten auch Anzeichen von flüssigem Wasser, das aus den Tiefen der Monde emporströmte und an der Oberfläche gefror. Eine der plausibelsten Erklärungen sind also Ozeane, die sich unter der Oberfläche befinden. Wenn sich ein Mond um einen Planeten bewegt, wird er von der Anziehungskraft des Planeten angezogen und bleibt in seiner Umlaufbahn. Dieses Ziehen erzeugt einen elektrischen Strom, der sich in ein Magnetfeld verwandelt. Ein solches Magnetfeld wird als induziert bezeichnet. Man geht davon aus, dass unterirdische Ozeane der Grund dafür sein könnten, dass dieses induzierte Feld erzeugt werden kann. Saturn ist bekannt für seine berühmten Ringe. Aber auch Neptun, Uranus und Jupiter haben Ringe. Doch Saturn hat zusätzlich noch etwas Besonderes, was wir noch bei keinem anderen Planeten entdeckt haben. Es ist dieser riesige sechseckige Sturm, der sich um den Nordpol des Planeten bewegt. Jede seiner Seiten ist fast 12.500 Kilometer lang. Das ist eine Fläche, die so groß ist, dass wir fast 4 Erden darin unterbringen könnten. Laut Wärmebildern reicht dieses sechseckige Wolkenmuster etwa 100 Kilometer tief in die Saturnatmosphäre. Aber der Planet versteckt sich hinter dicken Wolken, durch die das Sonnenlicht nicht durchdringen kann. Deshalb können wir nicht sehen, was genau da vor sich geht. Aber natürlich gibt es Theorien dazu. Du weißt, Saturn ist ein Gasriese.
Wenn das Gas tief im Inneren des Planeten erhitzt wird, dringt es nach außen. Es wird sehr viel Energie freigesetzt, wenn das Gas aufsteigt, sich ausdehnt und an Dichte verliert. Die gleichen Prozesse verursachen übrigens auch Hurrikane und Tornados auf unserem Planeten. Auf Saturn gelangen die wirbelnden Gase aus einer Hochdruckzone in die äußeren Schichten des Saturns. Und diese Gase sind der Auslöser für den mächtigen Sturm mit seiner ungewöhnlichen Form.